Also wir haben heute einen Ausflug gemacht. Wow! Wird jetzt was hingepackt. Wir sind nach Alassia gefahren. Kilometer weit, schöner, sandiger Strand. Das Problem ist nur, wir kommen an keinen, weil man muss überall Eintritt bezahlen. Und ich gebe ehrlich zu, das tut meiner Liebe für diesem Land nicht besonders, zu diesem Land nicht besonders gut. Das ist ungefähr so, als würde man den gesamten Ostseestrand verpachten. Ich finde es ja okay, dass man für Liegen und für Schirme bezahlen muss. Damit kann ich irgendwie gut umgehen. Aber nee, noch ein Stück weiter, Täter. Aber wir kommen quasi nicht mal an den Strand ran. Sie lassen uns nicht mal durch. Wir können uns nicht mal vorne ans Wasser ransetzen, weil es Privatstrände sind. Wir probieren jetzt irgendwie zu dem einzigen freien Strand, zum öffentlichen Strand zu laufen. Der ist dann dafür erfahrungsgemäß immer richtig voll. Peter hat eine Taucherbrille bekommen und übt jetzt, wie man taucht. Ja, so ist super. Los, auf die Plätze, fertig, los. Wir fahren jetzt zum Strand wieder zurück. Eine halbe Stunde ungefähr. Am Ende hat es mir doch echt ganz gut gefallen, nachdem wir zumindest diesen öffentlichen Strand gefunden hatten. Magnus war heute lieb, der kriegt jetzt noch eine Überraschung, der darf sich noch was aussuchen. Ich war ganz besonders lieb, deswegen kaufe ich mir jetzt noch ein paar Bierchen. Mathilda und Sarah erfüllen sich einen großen Wunsch, der vor 2 Minuten erst gereift ist. Nein, ja, den Wunsch haben sie schon ewig seit heute Mittag. Sie holen sich ein Eis mit 4 verschiedenen Geschmäckern. Und dann geht's ab ins Bett und morgen fahren wir weiter, morgen fahren wir nach Genua. Und ich bin ein ganz kleines bisschen froh, dass wir morgen weiterfahren, weil so richtig glücklich waren wir mit der Unterkunft, die wir jetzt hatten, nicht. Man merkt schon, dass die Leute da einfach nicht selber wohnen, sondern dass sie es als Ferienwohnung vermieten. Deswegen. Ich weiß nicht, wir haben uns auch alle nicht so richtig willkommen gefühlt dort. Es gab unglaublich viele Mücken. Für keiner was kann. Es gab einen Hund, es war irgendwie laut. Die Kirchturmuhr hat immer 2-mal geläutet statt 1-mal. Das heißt, sie hat nachts echt ungelogen 24-mal geläutet um 0 Uhr. Das war alles irgendwie so suboptimal. Morgen, da freue ich mich echt drauf. Wir haben nochmal ein richtig schönes Haus gemietet in Genua. Das ist ungefähr 1 Stunde von hier weg. Da bin ich echt gespannt drauf. Es gibt einen Pizza oben draußen, es gibt einen Grill draußen. Es gibt eine kleine Bimmelbahn, die direkt in die Stadt runterfährt. Es gibt rundherum eine ganze Menge Strände. Ich bin echt gespannt, ich freue mich drauf. Wir haben uns schon geeinigt, was wir wollen. Wir wollen Stracciatella, Nougat, Erdbeer und Frutas mit Ananas und Mango. Gianduja. Perfekt. Halt mal. Wie fühlt man sich mit 4 Kugeln aus? Wie immer. Nicht ein bisschen glücklicher? Ja. Eigentlich habe ich mir das Eis ein bisschen kleiner vorbestellt und jetzt ist es so groß. So, ihr habt es ja in den letzten Videos schon mitbekommen, dass wir mit unserer Unterkunft vorher, also mit der ersten waren wir super zufrieden, mit der zweiten so eigentlich nicht. Und jetzt sind wir bei der dritten angekommen und die ist wirklich 1A. Der Eingang, kleiner Flur, jetzt guckt euch das an, ist das schön. Tilda ist cool hier? Ja. Magnus? Ja. Ich finde das vor allem cool, weil sie direkt einen Fernseher angemacht haben. Dann hier ist unsere Küche. Auch schön, ich mag schöne Küchen. Unsere Küche. Das Beste zeige ich euch. Das Beste kommt gleich noch. Dann ist hier das Schlafzimmer von Sarah und mir. Hier. Hier drüber
das Schlafzimmer von Mathilda und Magnus. Da ist Sarah und bläst den Pool auf. Hier ist unser Pizzaofen. Yeah, Pizzaofen. Der Grill. Unser, ich muss es nur machen, dass ihr es besser erst zum Schluss sieht. Seht. Der Garten. Und jetzt guckt euch diese Aussicht an. Es ist wirklich, das ist der absolute Kracher. Wirklich. Ihr könnt ruhig auch alle gleich ein bisschen neidisch werden. Es ist so abgefahren, oder? Wir sind so hoch, dass ihr quasi das gesamte Genua komplett überblicken können. Ich glaube, hier freuen sich gerade alle mega drauf, dass hier gleich der Pool steht. Es ist schon ziemlich heiß. Wahrscheinlich wird das dazu führen, dass wir uns die nächsten Tage nicht mehr wegbewegen. Ich bin mir sicher, dass es darauf hinauslaufen wird. Während da hinten gerade spektakulär die Sonne untergeht, da und dort unten die großen Yachten einparken, haben wir uns hier draußen ganz gemütlich ein schönes Abendbrot gemacht. Da werden wir jetzt schön bei einer Flasche Rotwein, ein Gläschen Rotwein und mediterranen Spezialitäten Abendbrot essen. Und ich freue mich echt drauf. Wir haben uns wirklich... Ach, hier ist es schön.